Jeremy Toljan hat beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund weiterhin einen schweren Stand. Das wurde mehr als deutlich, als der Außenverteidiger beim Testspiel gegen Lazio Rom 1:0 nicht einmal im Kader des BVB stand. Der 24-Jährige hat aber noch längst nicht aufgesteckt, plant in den letzten zwei Wochen der Wechselperiode keinen Abgang aus Dortmund. Stattdessen will sich der Defensivmann dem Ringen um einen Platz im Kader weiterstellen und sich in der täglichen Arbeit beim neuen BVB-Cheftrainer Lucien Favre empfehlen. Auch U21-Nationaltrainer Stefan Kunz glaubt noch daran, dass sein einstiger Schützling noch alle Möglichkeiten bei den Schwarz-Gelben hat. Grundsätzlich hat Jeremy das Zeug, sich beim BVB durchzusetzen. Vergangene Saison ist er bei einem neuen Verein spät in die Vorbereitung eingestiegen, zudem war er anfangs verletzt, wird Kunz in der Sportbild zitiert. Er gehe davon aus, dass alle Verantwortlichen eine gute Lösung finden werden. Zu Beginn der Saisonvorbereitung gab Toljans Berater Michael Decker gegenüber der Bild eine ähnliche Marschroute vor. Jeremy hat sich klar für den BVB entschieden und beschlossen, sich dem Konkurrenzkampf zu stellen. In seiner Debütsaison beim BVB nach dem 7-Millionen-Euro-Transfer aus Hoffenheim stand Toljan 16 Mal in der Bundesliga auf dem Platz. Überzeugen konnte er unter seinen damaligen Coaches Peter Bosch und Peter Stöger allerdings nicht. Seit Februar brachte er es nur noch auf 2 Ligaeinsätze.